der Grund sein, warum sie uns räumen wollen. Wegen Massenvernichtung, Affen. Ich weiß nicht, wie ich das Ding außer Betrieb setzen kann. Ich wollte hier irgendwie noch gucken. Ja. Ich kann hier kein Kabel ziehen. Das kann man jetzt wahrscheinlich mit einer Kneifzange mal ordentlich da reinsetzen. Er müsste eigentlich auch eine Sicherung haben, aber ich weiß nicht wo. Ich will jetzt auch nicht aufstehen, damit die nicht... Es erfolgt nochmal eine Durchsage an die Versammlungsteilnehmer hier auf dem Martin-Luther-Platz. Die Polizei teilt Ihnen die eben getätigten Durchsagen jetzt noch einmal als eine beschränkende Verfügung mit. Ihnen wird aufgegeben, Ihre Versammlung auf die gepflasterte Fläche... Wenn die Batterie nicht mehr geht. Der Wiese so, also dann wäre genau das Ministerium zu verlegen. Weil da kann man das hochziehen und entriegeln hochziehen, auf dann kann man den Lutherplatz. Aber das wissen findet die ja neben ihrer Versammlung noch eine ungenehmigte Sondernutzung in der Form eines Zeltlagers statt. Du hast ihn gezogen? Ja, musst du wieder runter. Drücken. Aufgrund einer vollziehbaren Ordnungsverfügung wird die Stadtverwaltung Düsseldorf das Zeltlager. Ja, das ist ja zwei, du musst ja den einziehen und dann noch hier den Hebel auch noch bewegen. Ach so, okay. Im Internet wurde angekündigt, dass der Räumung Widerstand entgegengesetzt wird. Aufgrund der dortigen Verlautbarung, Statements in den Medien sowie der polizeilichen Erfahrung aus den letzten Tagen ist in diesem Zusammenhang aus Ihrer Versammlung heraus mit der Begehung von Straftaten, namentlich der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung zu rechnen. Die Begehung dieser Straftat würde eine Störung der öffentlichen Sicherheit darstellen. Die Anordnung, den anderen Versammlungsort aufzusuchen, ist unverhältnismäßig. Sie ist geeignet, um die Störung der öffentlichen Sicherheit zu verhindern. Ich will auch noch ein bisschen Kraft machen. Zudem werden Sie im Hinblick auf den erstrebten Zweck nicht übermäßig belastet, denn zum einen ist kein besonderer Bezug Ihrer Versammlung zum Martin-Luther-Platz ersichtlich, zum anderen können Sie Ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit an einem nahegelegenen Ort weiterhin ausüben. Hier an die Versammlungsteilnehmer auf dem Martin-Luther-Platz. Die Polizei erteilt ihrer Versammlung. Herr was? Den göttlichen Segen! Ja, ihr müsst das Gesetzbuch runtergefallen. Schämt euch, wenn ihr das macht! Was haben wir getan? Hier ist immer sicher. So funktionieren die Konstruktionen, ja? Jetzt wollte die Polizei gerade den göttlichen Segen erteilen, da ist ihnen ein Mikrofon aus der Hand gefallen oder was? Die Polizei erteilt und dann war nichts mehr. Oh.
Nee, das muss man, das muss man miterlebt haben, sonst glaubt man sowas nicht. Ja? So, ist nicht zu fassen.